So, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Heide Park Resort. Und es ist Sonntag, es sind Sommerferien, wir haben wunderschönes Wetter. Wir schauen uns das mal an, was hier heute so passiert, wie die Wartezeiten so sind, was wir leckeres essen. Ja, nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Durchs Peppa Pigland und hier gibt es ein paar neue Figuren. Richtig niedlich. Ja, niedlich. Niedlich. Ja, niedlich. Niedlich. Es zeigt jetzt Dampfkarussell ab. Wir haben uns beim Rafting angestanden oder angestellt, besser gesagt. Und Wartezeit sind 10 Minuten angeschlagen, könnte hinkommen, weil der Zickzack im Haus nicht geöffnet ist. Ja, Abfahrt. Ja. Es geht. Ja, gerade Rafting, die Wartezeit stimmt nicht. Wir haben nur 5 Minuten gewartet, anstatt angeschlagene 10. Cool. Was relativ selten ist, erfahrungsgemäß, ist dieser Imbiss. Der hat normalerweise immer geschlossen. Jetzt seit ein paar Tagen hat er mal wieder geöffnet. Wahrscheinlich durch die Sommerferien. Ja. Aber ganz cool, hier gibt es immer nämlich lecker, lecker. Fleischkäse. Oh Mann. Die verbotenen Höhlen. Ich sage es nur ungern, aber ich wette, dass Ozean dem Feuergeist hier hineingefolgt ist. Oh, wir sitzen hier jetzt in der Drachengrotte, ne? Wartezeit 5 Minuten. Ich zeige euch alles. Aber in der Sonne kommen die 5 Minuten wie 5 Stunden vor, weil es die brutzelt ganz schön hart. Es ist doch ganz schön warm heute. Es war zwischendurch noch Regen angesagt. Mal gucken, ob das auch kommt. Ja, boah. Nehmen wir euch mal mit in die Grotte. Und wenn wir diesen Drachen finden wollen, brauchen wir ohne Zeit. Okay, Pumpe. Wo steckst du? Oh Mann. Die Pumpe hält die Augen offen. In dieser Dunkelheit kann alles Mögliche herumkriechen. Ja, das ja. Wir stehen jetzt bei Kolossos an. Angeschlagen sind 30 Minuten Wartezeit. Kommt hin, wenn die das sieht ganz gut aus. Für Kolossos auch gar nicht so schlecht. Genau, halb zwei. Genau, halb zwei. Wir stoppen die Zeit. Ja. Stoppt die Zeit. Ja, echt. Was ja richtig gut ist hier im Heidepark, wenn es knalle heiß ist, dann haben sie hier den Zickzack nicht gehört. Und dann knallt die Sonne immer richtig drauf, hast keinen Schatten und so ist das einfach eine bessere Lösung. Und es ist ja auch nicht allzu voll, so kann man das dann auch mal machen. Die Zeit. Wir starten jetzt 13 Minuten an. Ja? Ich würde sagen, das ist doch besser als eine halbe Stunde, oder? Ja, ne? Also ich finde das genial. Und hat Spaß gemacht. Oh ja, auf jeden Fall. Die war jetzt eigentlich schon eigentlich schön warm gefahren. Also es ist tolles Wetter, ne? Also es hat ein bisschen geregnet, aber war erfrischend dann gleichzeitig. Toll. Ja.
Koblenz an, angeschlagen sind 20 Minuten. Ich glaube, das passt nicht, aber die haben hier eine richtig schöne Musik jetzt. Hört man vielleicht im Hintergrund ein bisschen so Abenteurermusik irgendwie. Gefällt mir. Ja. So, das war Grottenblitz. Wir hatten eine sehr lustige Fahrt. Kevin hat uns sehr animiert. Ja. Das kann er gut. Angeschlagen waren ja 20 Minuten. Wir standen effektiv nur 12 an. Also es ist, ihr müsst halt mal gucken. Also es ist manchmal echt, dass es nicht so ganz passt. Also kann natürlich auch mal andersrum sein. Aber wir haben heute bisher sehr viel Glück gehabt. Und Marcel hat jetzt ein Hüngerchen verspürt. Und das heißt bei uns immer was? Essen gehen. Und wir waren dieses Jahr noch gar nicht beim Piratenburger. Und da gehen wir jetzt mal hin. Einen leckeren Chickenburger oder so essen. Ja. Ich habe einen fetten Chickenburger, Marcel hat einen Cheeseburger, haben wir noch Pommes, ein Getränk, Marcel hat noch ein Bierchen, plus Becherpfand, haben wir 24 Euro bezahlt. Und jetzt hauen wir rein. So, jetzt haben wir hier lecker gespeist. Wir sind hier übrigens oben auf dem, beim Piratenburger. Es war super lecker, aber die Portion, also ist doch ordentlich, also kann man nicht meckern. Und eins möchte ich auf jeden Fall noch positiv erwähnen, die Mitarbeiter sind extrem freundlich gewesen, also Hut ab. Und wir haben auch nicht lange gewartet, also wir standen vielleicht höchstens 10 Minuten an, mit dem Essen ging richtig schnell, das war sehr warm, lecker, ja. Heiß. Ja, ich weiß schon ein bisschen heiß. Wollte ich gerade fragen, wie eure Fahrt war. Wir saßen drinnen. Beste Fahrt der Fahrt. Ja, irgendwie wollte das Ding nicht einhaken. Es hat ein komisches Geräusch gegeben und dann war Stimmung. Ja, es hat einfach nicht weit runtergefahren. Ja, also. Wollte nicht. Gut, dann halt nicht. Nein, Steven sagt nein. Hoppbahn. Hoppbahn. Warte. Hoppbahn. Ja, ich kann nicht so lange warten. Hier waren die Wartezeiten von 45 Minuten angeschlagen. Effektiv haben wir knappe 20 Minuten gewartet. Also auch hier wieder über der Hälfte an Wartezeit gespart, als das was angegeben war. Aber wir haben den Mitarbeitern einmal Bescheid gesagt, ne? Ja, genau. Und die haben sich dann drum gekümmert und sind das angepasst. Hi. Ich ging gerade bei Ghostbusters an. 15 Minuten stand an. Mal gucken, wie lange wir tatsächlich waren. Aber ich glaube, das kommt tatsächlich hin, weil das hier ziemlich lahmarschig vonstatten geht. Mal gucken. Wir haben uns für Ghostbusters entschieden, weil es so ein bisschen anfing zu regnen. Und Ghostbusters ist ja am Trocknen und der Kevin spielt hier gerade mit mir rum. Aber wir kriegen das schon hin. Der macht nur Blödsinn, der Junge. Ja, war nicht nur Blödsinn. Ein Kevin in freier Wildbahn. Nun kommen wir aus Ghostbusters 5D. Wir haben tatsächlich 15 Minuten gestanden. Also das hat hier wirklich gut gepasst. Wir hatten einen Wagen erwischt, der leider mir vom Ton her überhaupt nichts hergegeben hat.
Das haben wir den Operator erklärt und als Dank dafür durften wir noch eine Runde drehen. Also einen anderen Wagen und der Wagen, der den Ton nicht gespielt hat, wurde der durchgeschickt. Also richtig cool. So, ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Doch, wir sind Mountain Rafting gerade noch zweimal gefahren, konnten direkt einsteigen und konnten auch nochmal sitzen bleiben. Dann waren wir nochmal in der Drachengrotte, da konnten wir auch direkt einsteigen. Und dann waren wir gerade nochmal im Grottenblitz. Da mussten wir nur eine Fahrt warten, also läuft bei uns. Jetzt gehen wir, glaube ich, nochmal... Was, knuspern? Ja. Ja, okay. Yummy, 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 yummy. Mit dem Handy kriegst du. Ihr wisst es ja. Ihr braucht dazu gar nicht mehr zu sagen, kommt hier vorbei zu Dumans. Tschüss. Wir haben schon wieder einen verloren. Also Mitarbeiter des Landes. So, es hat ein bisschen angefangen zu regnen und wir sind gerade eine Runde Colossus gefahren. Dadurch, dass es geregnet hat, war auch nichts mehr los bei Colossus. Wir konnten, mussten zwei Fahrten warten und konnten fahren. Das hat richtig gut durchgeflutscht, die Bahn. Ja, es war gut. Partnerlook. Ich finde es cool, dass ihr unterschiedliche Körperpigmentierungen drauf habt. Zum grünen Abschluss machen wir nochmal Krake. An der Staffel steht 20 Minuten Stehzeit. Mal gucken. Das stimmt. Wartezeit. Ja. So, ihr Lieben, heute gibt es das Ende von zu Hause aus, denn es hat zum Ende hin gerade noch ganz schön gegallert. So wie gestern im Sinn. Genau, also. Ja, wir hatten zum Ende hin, es war halt noch in Ordnung, so ein bisschen nieselig, wir sind noch ein bisschen was gefahren. Und dann zum Ende hat es halt echt hart geregnet. Ja. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Aufnahmen gemacht. Aber ja, wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag im Heidepark. Und bis das eine Erlebnis auf der Krake. Ja, da haben wir gar nichts mehr zu gehabt. Wir sind am Ende noch einmal Krake gefahren, konnten wir so einsteigen. Also es standen dran 20 Minuten, effektiv waren es 0 Minuten. Und dann eigentlich standen bei uns an der Reihe am Ende niemand mehr an. Und normalerweise kannst du ja eigentlich immer sitzen bleiben, wenn keiner ansteht mehr. Also und der Park hat ja, oder die Fahrgeschäfte hat ja noch eine halbe Stunde geöffnet. Und der Mitarbeiter meinte halt so, aufstehen. Und ich so, wir konnten doch sonst immer sitzen bleiben, weil keiner ansteht. Ja, es kann ja sein, dass noch jemand nachkommt. Ich so, ja, dann stehen wir halt auf, wenn jemand nachkommt. Das ist ja kein Thema. Mhm. Und dann meinte er aber trotzdem, aufstehen. Mhm. Und dann sind wir rausgegangen. Und dann sieht man, wie die Reihe vor uns, weil bei der Reihe vor uns, sich welche angestellt hatten, hochgegangen sind und sich in unsere Reihe gesetzt haben. Und da hat keiner was gesagt. Das war ein bisschen schade. Das bisschen war unfair, echt, ja. Hat mich ein bisschen aufgeregt. Ja. Aber sonst hatten wir einen super schönen Tag. Also die Wartezeiten haben überwiegend nicht gestimmt im Positiven, denn meistens waren die Zeiten höher. Das sind uns. Das sind die Katzen gerade, weil wir lüften hier gerade. ja, also die haben alle nicht gestimmt, weil die Wartezeiten deutlich weniger waren. Und für Ferien fand ich die Wartezeiten sehr gering. Also ja. Das längste, was wir vielleicht einmal anstanden, war 20 Minuten, wenn es hochkommt. Ja. Aber sonst war das alles super und es hat echt Spaß gemacht. Der Park war auch nicht so brechend voll, Wetter war toll, Essen war lecker. Und wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag mit tollen Freunden. Genau, so. Ja. Jetzt aber, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. Tschüss.